Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr seht mich zwar nicht, aber ihr seht den Jörg. Und was ist hier los? Der Jörg hat mich eingeladen und da freue ich mich richtig drüber. Jörg, sag nochmal, wo haben wir uns getroffen? Wir haben uns auf der HN-Messe in München getroffen. Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich verfolge deinen Kanal schon seit längerer Zeit und war überrascht und habe dich angesprochen. Ja, das ist cool. Gut, dass du das gemacht hast, Jörg, weil sonst wäre das nicht zustande gekommen. Ja. Leute, das sage ich euch ja immer, macht das ruhig. Ich sehe manchmal, dass Leute gucken, aber sich nicht trauen. Das ist immer schade. Ja? Weil jetzt kann sowas Tolles entstanden, dass der Jörg gesagt hat, komm vorbei, ich habe hier was, was man zeigen kann. Und ich sag's mal so, ja, das ist was, was man zeigen kann, Jörg. Zum Einstieg, erzähl mir doch, man muss noch kurz dazu sagen, das Besondere und das Gute daran ist, dass wir beide aus dem Saarland kommen. So ja, das Jörg, bietet sich förmlich an. Und wir geben uns Mühe, dass man uns versteht. Ja, was sehr schwierig ist als Saarland. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja. Auf jeden Fall, Jörg, erzähl uns doch mal, wie war das denn bei dir mit dem ganzen HiFi? Wie hat das angefangen? War das von dir von klein auf oder bist du irgendwann später ins Hobby reingestolpert? Wie war das? Das hat eigentlich schon im Teenageralter begonnen. Damals hat man Röhrenradios auseinandergebaut, die Lautsprecher rausgebaut und hat geguckt, ein kleines Gehäuse gebaut. Mhm. Was tut sich da, wie hört sich das an? Ja. Das war so die Anfänge. Dann bin ich ja gebürtig aus Homburg-Saar. Und in Homburg-Saar war in den 80er und 90er Jahren Bugs & Müller ansässig. Richtig. Und so mit 15, 16 Jahren habe ich dann mich bei Bugs & Müller vorgestellt. Habe dann die Leute dort kennengelernt und war dann Stammgast und fast Mitarbeiter. Echt? Und hatte viele Jahre die Möglichkeit, dort alles zu sehen und zu hören, was es zu hören gibt. Ach, cool. Damals, das war die Zeit von der BM40 zum Beispiel, die BM35, die BM12, was es da alles gab. Und ich hatte mich mit dem Produktionsleiter angefreundet, ich hatte die Entwicklungsingenieure kennengelernt und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Okay. Und cool. Das hat eigentlich mein Musikhören geprägt, auch den Anspruch an Musik. Kann ich mir vorstellen. Oder an die Musikwiedergabe, weil die hatten damals eine Vorreiterstellung, würde ich mal sagen, aus meiner Sicht. Die waren ihrer Zeit weit voraus mit dieser Aktivtechnik. Ja. Das war halt für mich der Einstieg in die Aktivtechnik mit all den Vorteilen, die man daraus hat. Gut, ist diese Philosophie teilt nicht jeder, aber es gibt gewisse Vorteile, vielleicht auch Nachteile. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Ja. Ich war jedenfalls begeistert zu dieser Zeit und das hat sich halt bei mir eingeprägt. Ja. Und immer wenn es dann darum ging, was Neues zu hören, was Neues vielleicht selbst zu bauen, war das Hörerlebnis von damals immer verinnerlicht. Ne? Ja, das glaube ich, weil das sind dann so Momente, und das kann ich gut nachvollziehen, wie du sagst, dass sich das sehr geprägt hat. Ne? Ja, weil das ist ja schon dementsprechend, ich meine, die meisten kennen das ganze Jahr, die sind ja schon, inzwischen sind die, glaube ich, sind die in Blieskastel oder wo sind die? In Saarbrücken, glaube ich. In Saarbrücken, ja, stimmt, das Rest ist recht in Saarbrücken. Ja. Also jetzt auf der Messe war ich ja auch kurz da und habe da ein bisschen was gehört. Natürlich sind die jetzt ganz anders unterwegs. Und ich tue mich mit neueren Dingen manchmal etwas schwerer, aber ich war trotzdem sehr beeindruckt. Ja. Ne? Das hat halt mit den Dingen, die sie damals gebaut haben, gar nichts mehr zu tun. Aber ja, die Entwicklung geht weiter. Klar. Ich stehe halt auf Oldschool-Lautsprecher, die man auch noch optisch als Lautsprecher identifizieren kann. Ja. Wo man die Chassis sieht, die sich bewegen, die schwingen. Ja. Und mit anderen Philosophien tue ich mich manchmal schwer, aber klanglich war es fantastisch. Ja, das glaube ich dir. Sehr gut. Ja, Jörg, und jetzt kommen wir mal zu deinem Setup hier. Also toll, was ihr hier so alles aufgebaut habt. Dankeschön. Man sieht ja hier nicht alles, aber wenn wir hier über alles sprechen würden, dann würde das Video 2 Stunden werden. Ja. Du hast ja hier noch so 2 kleinere Anlagen stehen, auch so ein bisschen Vintage noch was. Ne? Ja, ich habe eine Leidenschaft für ältere Geräte, für Schätze, die ich sammle, die ich sehr mag. Ja. Weil auch Klassiker der 70er oder 80er Jahre waren fantastisch teilweise. Ja. Und ja, wenn ich was finde auf eBay oder eBay Kleinanzeigen, werde ich manchmal schwach. Ja, kann ich verstehen. Es macht viel Spaß. Kann ich verstehen. Das ist schon cool. Den Platz muss man auch haben und den Partner dazu muss man auch haben. Ne? Etwas Glück mit der Ehefrau kann nichts schaden. Ja, drei Daumen hoch, wenn ich sie hätte. Ja. Sehr cool ist das auf jeden Fall, dass ihr das gemeinsam hier auch so ein bisschen genießen könnt. Ich komme hier hoch und sehe die Lautsprecher und du hattest mir mal ein Bild gezeigt in München, glaube ich. Ja. Aber man muss es dann doch schon live sehen. Ja. Ja. Erzähl mir mal was darüber. Also ich habe ja, zuerst habe ich vermutet, es wäre ein Selbstbau, aber
sag mal nochmal. Also die Leute werden die Lautsprecher vermutlich direkt erkennen. Das war ein Bausatz. Früher mal Anfang der 90er Jahre von Visaton. Das war die Atlas DSM MK2, genau so hieß sie. Mhm. Und die hatte ich damals bekommen, habe aber nur kurz Musik damit gehört, weil die Räumlichkeiten nie da waren, um die richtig gut aufstellen zu können. Glaube ich gern, ja. Dann habe ich sie 20 Jahre mit mir rumgeschleppt und habe jetzt vor einem Jahr ungefähr gedacht, mach doch mal ein neues Projekt draus, versuch sie doch mal technisch auf den heutigen Stand zu bringen. Ja. Und hab dann angefangen, mir Pläne zu machen, die Chassis-Auswahl getroffen, mir überlegt, wie ich sie denn abstimmen mag, ob ich sie passiv betreiben möchte oder aktiv. Ich habe mich für den aktiven Weg entschieden, ja. Digital aktiv. Ja. Man hat einfach mehr Möglichkeiten, man hat mehr Stellschrauben, man hat praktisch die Werkzeuge eines Entwicklers zur Hand und kann in Echtzeit sehr, sehr viel umsetzen, ja. Was anders sehr, sehr umständlich und langwierig wäre. Ja, und so sind die entstanden. Ich habe sie dann hinten ausgeschnitten, dass man ans Innenleben rankommt, habe entsprechende Änderungen vorgenommen. Ja. Der große 15 Zoll Tieftöner arbeitet mit einem 10 Zoll Tieftöner im Inneren zusammen. Die beiden sind in einem Compound-System miteinander verbunden und teilen sich dann ein Reflexgehäuse im unteren Teil. Ja. Der Tiefmitteltöner hat ein 20 Liter Volumen und die Mittelhochtonsysteme sind sowieso geschlossen. Ja. Ist ja eigentlich eine interessante Optik. Ne? Es sieht irgendwie so aus, als hätte jemand zwei Subwoofer oben drauf gestellt. Ja, es ist eigentlich ein Drei-Wege-System mit Subwoofer, wenn man es so möchte. Ja, ja, ne? Ja. Der 15 Zöller arbeitet bis 150 Hertz. Ja. Ja, insofern ging er noch als Subwoofer durch. Sehr, sehr, sehr interessant, muss man sagen. Und die sind eigentlich jetzt so rein optisch roh, ne? Kann man sagen. Das sind Prototypen, ja. Rohzustand NDF. Ja. Ich habe da natürlich neue Frontplatten für die neuen Chassis zugeschnitten. Ja. Und ja, es ist natürlich improvisiert. Ja, klar. Ne? Aber mir geht es um den Klang, um das, was möglich war, um den Versuch zu schauen, was geht. Und ja, die Optik, da könnte man noch dran arbeiten. Ja, aber ich sag mal, so von meiner Sitzposition aus sieht es auch so schön aus, muss man schon sagen. Also ist was Besonderes. Und was hast du gesagt, was wiegen die Dinger? So circa 100 Kilo, 100 plus Kilo. Minus 10, 20 ja. Kilo. Also sind schon, sie haben schon ihr Gewicht. Ja, definitiv. Ja, ja, lass uns gleich weitermachen. Nebendran, und ich muss sagen, neben den Lautsprechern ist das eigentlich, war das für mich der größte Blickfang, dein SACD-Player ja. von Sony. Und sag mir mal nochmal darüber was, das ist echt. Ja, das war 1999 der erste SACD-Player, den Sony entwickelt hat, ja. weltweit. Also überhaupt der erste SACD-Player. Ach so, also komplett? Ja, das war damals eine ganz neue Technologie. Ach so, ich dachte nur vielleicht für der erste von Sony. Nee, die haben generell den ersten weltweit auf den Markt gebracht. Und die Ingenieure von Sony durften damals alles, was die Ingenieurskunst hergab zu dieser Zeit, alles, was Stand der Technik war, durften die, ohne auf die Kosten zu gucken, umsetzen. Ja. Und das haben sie in diesem Gerät vereint. Ja. Und deshalb ist der bis heute ein Meilenstein. Man sieht es an der Verarbeitung, am Gewicht. Ja, irre. Das ist also richtig Lebendgewicht von 28 Kilo. Würde heute als neuer CD-Player ein Vermögen kosten. Manchmal hat man Glück und kommt noch an Schätze ran. Ja, also super schickes Design. Also, ist zeitlos. Ich glaube, wenn das Ding irgendwo bei mir in der Nähe wäre und es wäre preislich nicht so, wie wir gerade geschaut haben bei eBay, um die 3.500. Mhm. Aber da muss man überhaupt Glück haben, dass sowas jemand noch verkauft. Ja, ja. Und wer mein Video gesehen hat, dass ich mir nochmal einen CD-Player geholt habe von Rega als Toploader, spricht mich das auch wirklich extrem an. Also das muss man schon sagen. Ich finde auch designmäßig, also komplett zeitlos das Absolut Ding. Absolut zeitlos, ja. Hammer. Also der wirkt nicht wie über 20 Jahre alt. Ja, finde ich auch. Toll. Und drunter, wie geht's weiter? Minidisc. Das sieht man nicht mehr so häufig. Hä? Der Minidisc-Player ist auch noch aus dem Jahr so um die 99, glaube ich. Ja, ist nicht mehr aktuell, aber er ist halt noch da. Ja. Und ab und zu habe ich noch alte Minidiscs, die ich aufgenommen habe zur damaligen Zeit. Und dann, wenn man Lust und Laune hat, hört man die auch noch. Warum nicht? Ja. Dann unten drunter auch was Besonderes, ne? Unten drunter ist noch ein altes Flaggschiff von Sony, der XA7. Auch ein
aus damaliger Zeit hervorragend, sehr aufwendig gebauter CD-Player. Ja, eigentlich auch ein Bolide. Auch ein Bolide, ja, genau. Ja. Der sieht am Anfang, der wirkt so ein bisschen wie ein CD-Wechsler am Anfang. Ja? Durch die Schublade. Man könnte fälschlicherweise meinen, man könnte da so ein Magazin reinschieben, aber es ist eine riesige, stabile Schublade. Ein Schubfach, der sehr stabil ist. Ja. Ja. Diese Sony-CD-Player dieser Zeit, die schließen und öffnen wie ein Tresor, wie hermetisch abgedichtet und laufen flüsterleise. Also das war eine Wertigkeit und eine Verarbeitung, die man heute selten findet. Ja. Und wenn man sie findet, muss man Vermögen dafür ausgeben. Ja. Das habe ich eben gesehen, als du den mal aufgemacht hast. Ja. Allein die gleichmäßige Geschwindigkeit, wie der aufgegangen ist, hat man gedacht, oh ja, das hat Hand und Fuß. Und sag mal, es fällt mir gerade dazu ein, zu den zwei CD-Playern da. Gibt es unterschiedliche Szenarien, wann du den einen oder anderen spielst? Oder, Also der obere ist mir meistens zu schade für mal einfach CDs durchzuhören und immer nur hin und her zu zappen. Okay, okay. Das mache ich dann mit dem unteren. Ja. Und wenn ich eine CD durchhöre oder eine SACD abspiele, benutze ich ab und zu den oberen, um eine wirklich immer im Neuzustand, in dem Zustand, in dem er jetzt ist, zu halten und zu schonen, weil man nie weiß, kriegt man noch Ersatzteile, wer kann den noch reparieren. Also ich halte ihn in Ehren. Ja, das glaube ich dir. Würde ich genauso machen. Ja. Wie geht es unten drunter weiter? Darunter steht ein DA-Wandler von Musical Fidelity. Ja. Der war Bestandteil eines CD-Laufwerkes mit Wandler-Kombination. Ah, okay. Der Wandler bekam ich irgendwann separat über einen eBay-Händler. Der hat mir den wirklich sehr, sehr günstig verkauft. Mhm. Das war auch ein Gerät damals, was sehr teuer war. Also die Kombination lag damals, glaube ich, so bei 6.000 Euro. Oh. Und der hat auch seine Qualitäten. Der hat zwei Ausgangsstufen, eine Transistorausgangsstufe und eine Röhrenausgangsstufe. Ja. Ich habe jetzt in diesem Fall die Röhrenausgangsstufe versuchsweise angeschlossen, weil mich interessiert hat, wie der Unterschied ist, wie sich das Klang nicht bemerkbar macht. Es gefällt mir sehr gut. Es klingt, ich würde sagen, minimal wärmer, wie halt so die Röhrencharakteristik ist. Es ist immer ganz schwierig, in Worte zu fassen. Ja, klar, aber das, wie du sagst, das Wärmere wäre wahrscheinlich das, was man auch erwarten würde bei Röhre. Ne? Also heißt du nutzt von dem Sony SACD 1 nicht den internen Deck, sondern du benutzt... Ich wechsle ab. Ja. Also die SACD geht nur über den internen, das kann der nicht. Und für die normalen CDs benutze ich den Musical Fidelity ab und zu. Okay, ja, verstanden. Je nach Musikmaterial wechsle ich immer ein bisschen hin und her. Ja. Einfach, weil es Spaß macht. Naja, klar, natürlich. Wenn man es schon hat, warum nicht? Ne? Ja. Sehr gut. Unten drunter zwei Geräte Isotec. Ja, Stromfilter. Ja. Die habe ich mal erst vor kurzem zugelegt. Okay. Als ich mich dem Thema Strom gewidmet habe. Mhm. Ich habe diverse Videos dazu gesehen, welche Verunreinigungen oder Störeinflüsse aus der Steckdose kommen können. Mhm. Ich wollte wissen, wie das bei mir ist. Ja. Ich habe mir ein Messgerät ausgeliehen, mit dem man die Störung gehörmäßig erfassen kann. Und auch optisch darstellen kann. Prozentual. Wusste ich gar nicht, dass es überhaupt sowas gibt, okay? Ja, das habe ich irgendwann auf YouTube entdeckt. Okay. Habe meinen Fachhändler gefragt und der hat gesagt, ich habe so ein Ding, ich leih's dir. Okay, cool. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und da kann man alle Störeinflüsse, die man im Haushalt so hat, kann man erstmal hörbar machen. Was ja heute nicht gerade wenig ist bei den ganzen Geräten, die man hat. Das war ja früher was anderes, ne? Katastrophal waren die ganzen Schaltnetzteile von Beleuchtung. Katastrophale Störeinflüsse, Netzteile überhaupt, die sehr unterschiedlich stören und sehr gravierend, dann nicht geschirmte Kabel und so weiter und so fort. Dann habe ich mir diese Stromfilter ausgeliehen, der hatte die in der Vorführung und hatte erst einen, habe dann Vergleichshören ein paar Tage gemacht, habe das ausprobiert und es hat wirklich jetzt in meiner Konstellation hier in diesem Haus wirklich was gebracht. Das kann bei jedem anders sein. Natürlich. Also, es kommt immer darauf an, wie viel Elektronik man im Haus hat. Es können auch Kühlschränke sein, es kann auch alles Mögliche sein, was stört. Ja. Oder man wohnt im Industriegebiet oder man hat viele andere Leute um sich rum im Mehrfamilienhaus. Ja. Hier hat es wirklich was gebracht und da ich so viele Geräte habe, habe ich mich dazu entschieden, zwei Stück zu holen. Ja. Weil jedes einzelne Gerät hat jetzt einen eigenen Filter. Ja.
macht Sinn, wie du sagst. Ne? Das muss kann bei dem einen was bringen, bei dem anderen nicht. Das kann, wer will, gerne selbst mal ausprobieren. Ich meine, ne, die Möglichkeit gibt es bei dem einen oder anderen, sowas zu testen. Und ich weiß, was du meinst. Ganz schlimm ist zum Beispiel DLAN. Ja, also ich habe da zu Hause ganz extremes Problem gehabt. Gerade wenn man Plattenspieler mit MC-Tonabnehmer betreibt, da streut das DLAN, das streut Funk über. Das, also ist wirklich ganz extrem. Ja. Und das ist jetzt nur ein Extrembeispiel dafür. Das ist natürlich bei anderen Sachen teilweise genauso. Ja, richtig. Jetzt gehen wir weiter zu den anderen Zuspielern, würde ich sagen. Auf der genau anderen Seite. Das blende ich ja teilweise ein, das sieht man jetzt nicht so gut. Zum Plattenspieler. Ein sehr schickes Gerät, wie ich finde. Erzähl mal, was hast du da? Der ist von der Firma Solid Akustik. Ein deutscher Hersteller. Den habe ich gebraucht, erworben, habe mich sofort verguckt, weil ich auf diese Holzoptik stehe. Ja. Und das habe ich nie bereut. Ja. Der hat einen Jelko-Tonarm. Das Tonabnehmersystem ist von Clear Audio, das Maestro V2. Ja. Diese Kombination ist für mich absolut okay. Ja. Ich habe mir dann im Nachhinein noch die Phono-Vorstufe von Cyrus gekauft, diese Signature. Ja. Mit externem Netzteil bin ich auch sehr zufrieden damit. Ja. Sehen ja auch cool aus, haben einen unfassbaren Wiedererkennungswert, die Cyrus-Geräte. Ja, genau. Da gäbe es ja auch noch einen passenden CD-Player dazu, ne? Gäbe es auch noch, ja. Aber die brauchst du jetzt wirklich nicht. Und noch viele andere Geschichten. Ja, also, natürlich. Ich würde da immer fündig werden. Ja. Aber wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe, hörst du gerne, wenn du Zeit hast, Schallplatte, ist jetzt aber nicht dein Hauptmedium, oder? Ich bin da eher flexibel. Ja, alles also, so. Also man muss die Muße und die Ruhe haben, um sich der Schallplatte widmen zu können. Ja. Die entschleunigt. Die holt einem runter, aber man muss auch in der Lage sein, das wahrzunehmen oder aufzunehmen. Ja. Und das hat man nach der Arbeit zum Beispiel nicht immer. Also bin ich, jemand, der viel streamt, ab und zu eine CD auflegt und wenn ich Urlaub oder viel Zeit habe, auch eine Schallplatte dann genieße. Ja? Ist doch alles okay. Ich kann das auch verstehen. Ne? Wenn man mal, sagen wir mal, für zwischendurch, dann wird halt gestreamt. Ne? Ja. Und wenn man echt mal sagt, Mensch, heute Abend in aller Ruhe, dann kann man es vielleicht mal ein bisschen mehr zelebrieren. Das ist doch, bei einem Glas Wein, bei einem guten Essen. Richtig, sehr gut. Ja, jetzt haben wir, was haben wir? Lautsprecher haben wir, Zuspieler haben wir, Strom haben wir auch schon gefiltert. Ja. Jetzt gehen wir mal in die Mitte, würde ich sagen. Ja. Wie geht es denn da eigentlich weiter? Was ist denn hier eigentlich los, sagen wir mal? Das gibt's ja gar nicht. Also das rote Gerät in der Mitte ist die Vorstufe, die Schaltzentrale von SPL in dem Fall. In die habe ich mich auch total verguckt, weil sie macht halt optisch einen sehr guten Eindruck. Ja, und find ich auch. SPL ist auch für Studiotechnik sehr bekannt. Ja. Und die haben jetzt halt diese Serie auch für einen HiFi-Bereich aufgelegt vor ein paar Jahren. Und irgendwann bin ich auf diese SPL-Vorstufe aufmerksam geworden und habe mir die angehört und war begeistert. Ne? Mhm. Die arbeiten mit dieser Voltaire-Technik, ob das jetzt unbedingt immer besser sein muss als was anderes. Sie werben halt damit. Aber sie klingt für das, was sie kostet, sehr gut. Ja. Und ich glaube, sie hält auch sehr gut mit weitaus teureren Geräten mit, was auch sehr, sehr viele Testberichte so bestätigen. Ja. Also es war kein Fehlkauf. Ja, das glaube ich direkt. Kann ich wirklich empfehlen. Grüße gehen raus an Thorsten Snake Oil Audio, der auch großer Fan der Firma SPL ist. Also wir beide werden viele nicht von Grüße. Der Firma SPL bezahlt und auch nicht von Thorsten, aber das wollte ich nur mal sagen. Leider nicht. Ja, da muss ich auch was probieren. Ich finde es auch, ist bei dir ein schöner roter Blickfang und Mittelpunkt hier in der Anlage. Auch die VU-Meter. Schick, haben ihren Charme, ne? Habe ich immer was für übrig. Ja, definitiv. Ja. Und daneben, sag mal, da steht ja Torrens drauf. Ja, also das ist ja hier eine aktive Geschichte. Mhm. Und jedes einzelne Lautsprecher-Chassis hat hier seine eigene Mono-Endstufe. Mhm. Im Hochtonbereich hier diese Torrens Restec Endstufen aus dem Jahr 1972. Die habe ich gebraucht erworben und mich total verliebt. Die gebe ich nie wieder her. Ja. Ich habe im Tief-, Mittel- und Mitteltonbereich jeweils eine M2 von AVM und habe für die Tieftöner die AMPs vom Günter Mania. Der war früher Chefingenieur bei AVM und hat die entwickelt. Ja, wirklich muss ich sagen, passt, ist das, weiß nicht, ob es Zufall ist, aber das passt ja, sogar die alten, Anführungszeichen, Torrens, passt ja alles irgendwie zusammen, alles schön schwarz-matt. Das habt ihr schön zusammengefügt,
ist echt, aber es ist schon, ich meine, klar, ich beschäftige mich jetzt ein bisschen mit dem Thema, aber selbst für mich sind es schon sehr viele Geräte. Ja, ne? Das stimmt. Es ist schon... Ist schon toll, muss ich sagen. Das muss man auch mal so machen. Das ist Wahnsinn. Großer Vorteil ist halt einfach, dass die Lautsprecher sehr differenziert spielen. Bei jeder Lautstärke, da jedes Chassis die eigene Endstufe hat. Die Endstufen kommen nie an ihr Limit. Sie werden nie gefordert. Mhm. Du hast für jedes Chassis ein eigenes Netzteil auch zur Verfügung, genügend Stromreserve zur Verfügung. Das macht einen Lautsprecher halt sehr lebendig. Ja. Und das ist einer der Vorteile von Aktivtechnik. Ja. Finde ich spannend, ja. Und einen Haufen Kabel sehe ich auch, aber wie ich vermute, bist du da auch nicht auf einen speziellen Kabelhersteller fixiert, oder? Nee. Das ist alles so ein bisschen gemischt, oder? Es ist gemischt. Also ja. Die Firma Goldkabel ist wohl öfter vertreten. Diese Highline-Serie, das war preis-leistungstechnisch okay. Ja. Ich habe die ausprobiert, ich fand die okay. Sind auch beliebt. War auch nett. Bereit, noch deutlich mehr Geld dafür ausgeben zu müssen. Ja. Und so kam eins zum anderen. Ich habe immer wieder mal probiert und variiert und geändert, aber ich will mich dieser Kabeldiskussion nicht unbedingt so hingeben. Ja. Es mag Unterschiede geben und jeder hat seine Berechtigung, etwas gut zu finden oder nicht. Ja. In meinem Fall ist es so okay. Ja. Auch wenn es vielleicht andere Meinungen dazu gibt, das ist alles okay. Sicher. Ja. Ich sage immer, habe ich es auch gerade noch mal gesagt, in einem kleinen Kabelvideo, was ich gemacht habe, wer sagt, Kabel bringen nichts, wunderbar, weil da hat er Kohle gespart ohne Ende. Das stimmt. Und dann kann er sich mehr Musik kaufen oder andere Geräte. Ja, Ist doch völlig okay, braucht man sich nicht drüber zu ärgern, wenn sich jemand Kabel kauft. Ja. Ne? Genau. Sehr gut. Jörg, und dann haben wir eben auch deine Anlage kurz gehört. Ich komme mal ins Bild. So, Freunde, jetzt bin ich auch mal zu sehen hier. Wir wollten nur mal drüber sprechen, Jörg. Du hast mich eben ein bisschen Probe hören lassen. Zeitlich ist wieder begrenzt, bin ich jetzt wieder schuld dran. Eine halbe Stunde haben wir mal reingehört. Aber für den ersten Eindruck hat das mal gereicht. Aber ich werde auf sicher noch mal vorbeikommen. Ja, gerne. Aufgrund der Nähe und auch mal ein paar eigene Platten mitbringen. Ja. Da war ich auch wieder so doof, die Platten zu Hause vergessen. Ach, das passiert. Ja. Aber das finde ich immer das Gute, was gut ist, wenn man sagt, ich habe so zwei, drei Platten, die kenne ich in- und auswendig. Das sind auch die Platten, die laufen, wenn jemand bei mir zu Hause was hören will. Ja. Und die bieten sich dann ja halt an. Aber ich muss sagen, also als erstes, wie soll ich das sagen, du hast das eben auch gesagt, man erwartet vielleicht aufgrund der Größe oder der Optik so eine Art Party-Lautsprecher. Ja. Oder vielleicht so PA-mäßig, schon so fast. So könnte man das meinen. Und so war ich eigentlich gar nicht eingestellt. Aber ich habe auch eben gesagt, es kann schon sein, dass man das im Hinterkopf irgendwie einfach unbewusst drin hat. Ja. Weil es hat mich wirklich überrascht, vor allem im Oberen, dass die so viel Bass machen, wie sie machen, das erwartet, glaube ich, fast jeder. Ja. Der aber auch noch sehr schön und präzise klingt hier, muss ich sagen, das vorneweg. Aber besonders überrascht war ich doch von der Auflösung im oberen Bereich, wie fein, klar und detailreich das war. Also das erste Gitarrenstück vor allem, da hat man ja die Saiten fast gefühlt auf der Gitarre. Ja. Ne? Das muss man wirklich sagen. Also das war schon toll. Und ich würde einfach mal sagen, Lautsprecher sind auch immer Geschmackssache. Ne? Ich denke, da selbstverständlich, sind wir alle. Ist jedem selbst überlassen, was er bevorzugt, was er gerne hört. Ja. Ich habe halt versucht, mein Hörempfinden hier wiederzugeben, bestmöglich. Ja. Und das kann durchaus sein, dass es anderen gar nicht gefällt. Ja. Das ist Also das gar nicht gefällt, würde ich es fast... Oder ihren Geschmack nicht. Genau, sagen dann, vielleicht so und so. Ja. Also ich muss sagen, für meinen ersten Eindruck ist es so, dass ich das Gefühl habe, es wird wirklich der Frequenzgang von oben nach unten komplett abgedeckt, darf man ja auch nie sagen, aber... Tonal ausgewogen. Da ist schon viel drin, ne? Von oben bis nach unten. Und das ist mega spannend. Jetzt fällt mir noch ein, Jörg, du hattest aber noch gesagt, irgendwas wolltest du vielleicht mal noch dran ändern oder so? Ja, also ich habe hier im Hochtonbereich eine Beryllium-Hochtonkalotte der Firma Blisma. Mhm. Und der Mitteltöner ist auch von der Firma Blisma, hat aber eine Seidenkalotte. Okay. Und die möchte ich dieses Jahr, wenn möglich, noch durch eine Beryllium-Kalotte ersetzen. Ja. Das ist eine 74 mm Durchmesser Beryllium-Kalotte, also wirklich was sehr Besonderes, auch einzigartig auf dem Markt. Ja.
Und da bin ich sehr gespannt, inwieweit die sich unterscheidet zur Seitenkalotte. Toll. Und das hast du jetzt ja schon gesagt, du bist gespannt. Ja. Aber hast du irgendeine Idee, was sich ändern könnte? Oder? Ja. Also die Beryllium-Mitteltonkalotte ist bei komplexer Musik noch detailreicher. Okay. Kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man jetzt das eben gehört hat, aber okay. Ja. Also bei so einer Seitenkalotte gibt es bei höheren Lautstärken den Effekt, dass die harmonische Verzerrungen produziert, die zwar fürs menschliche Gehör nicht störend sind, die aber dann an Detailauflösung vernachlässigen. Ja. Das kann die Beryllium-Kalotte noch besser, noch präziser, noch mehr auf den Punkt. Ja. Ansonsten sind die sehr ähnlich. Ja. Cool, spannend. Da bin ich gespannt, da will ich auf jeden Fall auch nochmal hören, weil das ist auch mal immer interessant, sowas. Und unabhängig von den Lautsprechern, gibt es sonst was an deinem Setup, was du irgendwann mal planst, noch zu ändern, auszuprobieren demnächst? Also ich würde gern neue Lautsprecher in Angriff nehmen, in ferner Zukunft allerdings. Ideen hätte ich einige. Ja. Ich muss gucken, wie ich das realisieren kann. Mhm. Wenn ich sowas starte, melde ich mich gerne. Ich freue mich immer, wenn sich jemand dafür interessiert. Unbedingt. Und das auch gern hören möchte. Dann auch wieder aktiv. Mhm. Ich glaube, von der Aktivtechnik werde ich nicht mehr abweichen. Man denkt zwar, wenn man sich einen guten DSP anschafft, das kostet sehr viel Geld, aber das kostet es nur einmal. Ja. Und passive Bauteile zum Beispiel, wenn man hochwertige Bauteile kauft, wie null-ohmige Luftspulen von Mundorf oder MKPs oder was auch immer, das ist auch sehr kostenintensiv. Nur hat man halt über diese Aktivtechnik viel, viel mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Ja. Bei Passivlautsprechern, die kauft man, die stellt man hin, man hat einen Verstärker, man hat wenig Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Ja. Hier kann ich ständig, wenn ich möchte, alles ändern ausprobieren. Ich kann das schon verstehen. Mhm. Also ich habe nichts gegen aktiv, aber ich bin zumindest im aktuellen Zeitpunkt meiner HiFi-Reise noch so der Passivverfechter. Keine Ahnung, wo das herkommt, weil man es halt kennt. Ja, von früher. Das ist das Übliche halt. Ne? Ja. Aber ich habe da nichts dagegen und bin auch da offen für Experimente. Definitiv. Und so wie viele und du mir das auch jetzt erklärst, macht das für mich auch alles Sinn, ne? dass das seine Vorteile hat, ganz klar. Genau. Möglicherweise auch Nachteile. Ja, das mag sein. Super, Jörg, also ich würde fast sagen, dass das nicht das letzte Video war, das wir bei dir gemacht haben, aber es war schon mal schön, dein Setup hier vorzustellen. Dankeschön. Ja. Ich hoffe, nochmal ein Aufruf an euch da draußen, wenn ihr irgendwo im Südwesten Deutschland wohnt, macht es wie der Jörg, sagt mir Bescheid, ich komme vorbei, gehe euch richtig auf die Nerven mit Fragen über eure Anlage, meldet euch. Ja, Jörg, kann nochmal sagen, vielen Dank. Und hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf eine Wiederholung und auf Musik hören mit deinen Schallplatten, die du kennst. Ja, so sieht's aus. Super, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Das ist ja der Klarschleicher Saal. Ja, sicher. Dann Prost. Dann Prost, jo. Jetzt hat er doch Bier durst.